Einen schönen guten Nachmittag an diesem 29.07.2021. Ferienbeginn in Bayern. Seit heute Mittag sind die Kinder in den Ferien. Das ist die erfreuliche Nachricht. Und die etwas grübeliger machende Nachricht ist, ich zeige Ihnen da gleich den Zeitungsausschnitt, heute die Meldung, Inflation springt in Deutschland auf 3,8%. Und dieses Inflationsgespenst, das schwirrt ja seit einiger Zeit um uns rum. Wir haben ja immer Bedenken, dass die Inflation extrem ansteigen könnte. Und jetzt kommt heute so eine Meldung. Und ich möchte Ihnen kurz zeigen, was macht das an den Märkten? Was haben wir hier kurz- bis mittelfristig zu erwarten? Müssen wir an unserer grundlegenden Aktienmarktmeinung etwas ändern oder bleibt alles in den vorherrschenden Trends und bleibt alles wie gehabt? Ja, ich hole mir mal diese Meldung schnell anbei. So, hier. Genau. Hier haben wir es. Inflationsrate springt auf 3,8%. Ja, die Dame fasst sich hier an den Kopf, so wie wir auch heute, als wir das gehört haben. Also das war schon ein deutlicher Ansprung, deutlicher und höher als von vielen erwartet. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht das insbesondere mit den Aktienmärkten? Müssen wir etwas an unseren grundlegenden Meinungen, an unserer grundlegenden Ausrichtung ändern? Oder kann man trotzdem jetzt entspannt in die aus meiner Sicht bayerischen Sommerferien gehen? Oder für viele sind die Ferien ja auch schon wieder zu Ende. Aber wie entspannt können wir hier die nächsten Wochen angehen? Wir fangen hier an mit unserem Heimatmarktindex, dem DAX. Dem DAX schadet diese Meldung im Moment überhaupt nichts. Der DAX hält nach wie vor unabhängig von dieser heutigen Inflationsmeldung seine wichtige kurzfristige Marke von 15.511. Das ist hier, Sie sehen es hier an dem Mauscursor, dieser Gap Close, den wir vor einiger Zeit gesehen haben. Wir haben jetzt auf diesem Niveau in etwa ein Dreifach-, Vierfachboden und die Indikatoren sind noch nicht überkauft. Also diese Marke hält, diese kurzfristige Marke, die mittelfristige Marke und die strategische Marke befindet sich eh erst bei 15.000 bzw. 14.980. Also von dem her, der DAX bleibt in seinem Konsolidierungs-Seitwärtsmodus. Es wird hier keine großen Sprünge wohl geben über die Sommermonate. Wir werden hier eine moderate Bewegung sehen, moderat seitwärts, aber eben auch, und das merkt man an so einem Tag wie heute, wo so eine Hammermeldung kommt, 3,8% Inflation. Es gibt auch keine großen Rückschlaggefahren. Stoxx Europe 600 oder Stoxx Europe 600 bleibt in seinem Aufwärtstrend. Auch hier halten wir an unseren Zielen fest. Wir sehen hier ein intakter Aufwärtsmodus. Die kurzfristigen Fibonacci-Retracements haben gehalten. Die nächsten Fibonacci-Ziele liegen bei 469,79, also bei knapp 470. Dieses Ziel wird mittelfristig angesteuert werden, genauso wie mittel- bis langfristig, ich springe nochmal zurück, beim DAX auch die 16.200 natürlich noch lebt. Aber insbesondere hier beim Stoxx Europe 600 sehen wir also eine schöne, intakte Aufwärtstendenz. Wir sehen trotz der neuen Hochs auch Orientierungspunkte an diesen Fibonacci-Projektionen und wie gesagt, die 470 kurz- bis mittelfristig und mittel- bis langfristig steuern wir hier auf 493 Punkte in diesem wichtigen und ja doch sehr breit gefächerten europäischen Aktienindex zu. S&P 500, da sieht es jetzt so aus, als ob er eine wichtige Hürde nicht nehmen will. Das ist ja das Kursziel unserer letzten Wochen und Monate, das wir ja erreicht hatten mit 415 Punkten im S&P 500. Also man sieht hier, haben wir das erste Ziel oder eines der Ziele schon abgearbeitet, All-Time-High und gleichzeitig die 415. Wir sehen aber auch hier eine schöne Situation. Also dieses Abprallen bedeutet eigentlich nur, dass sich die Dynamik dieses S&P leicht abschwächt. Wir sind nach wie vor über dem kurzfristigen Aufwärtstrend. Also dieses Abprallen an der 415 bedeutet, dass die überkaufte Lage, die wir gerade in der Stochastik sehen, sich jetzt etwas abkühlen kann und wir weiterhin aber nach oben streben und das Fernziel jetzt bei 4.650 liegt. Also hier auch weiterhin
intakte Trends, intakte Aufwärtsmodi und auch hinter dem S&P können wir genauso wie vorher hinter dem Stoxx 600 einen Haken machen. Nasdaq 100, gleiches Bild, sich gleichende charttechnische Muster in einem jetzt auch ja, dynamischen kurzfristigen Aufwärtstrend wieder. Wir haben die 14.995, also die knapp 15.000 jetzt als Support. Das war ja auch seit Wochen und Monaten unser Kursziel, das wurde auch erreicht. Und jetzt streben wir in diesem Nasdaq 100 Richtung 15.235 und die nächsten Ziele wären dann 15.475 bzw. 15.716. Also auch hier US-Markt dynamisch, aufwärtsgerichtet, kurz-, mittel- und langfristig. Europäischer Stoxx 600 ebenfalls aufwärtsgerichtet. Die Fibonacci-Ziele stehen, sind in greifbarer Nähe. Also wir haben hier heute zwar ein kleines Zucken an den Märkten gesehen, vor allem an den europäischen, aber man sieht auch hier, diese Inflationsmeldung 3,8% hat an den Märkten nichts Weltbewegendes verändert, hat nichts strategisch geändert. Also wir sind hier weiterhin, wie man so schön sagt, in Line. Ja, Hang Seng, unabhängig jetzt von dieser Inflationsmeldung. Ich glaube, in China schaut man nicht so sehr auf die deutsche Inflationsrate, in den USA natürlich auch nicht, aber man sieht jetzt hier ein ganz anderes Chartbild. Beim Hang Seng haben wir jetzt nach einer nicht nur ja, fortschreitenden Konsolidierung, sondern auch nach einem ja, deutlichen Rückgang. Wir sehen auch hier haben die Fibonacci Retracements jetzt in diesem Fall uns auch immer wieder sehr gute Orientierung gegeben. Das letzte Retracement wurde hier gebrochen, nochmal kurz angetestet und es ging dann Richtung diesem 162er Retracement. Jetzt haben wir eine Bodenbildung bei knapp 25.000. Der Chart hat kurzfristiges Potenzial bis 26.844. Das ist eine wichtige Marke, die aus dieser 2020er Anfang 2021er W-Formation heraus resultiert, also eine Resistance-Widerstandslinie aus dem Jahr 2020 und dem Januar 2021. Also Hang Seng im Moment seitwärts zwischen 26.844 und 24.236, ein Seitwärtsmarkt. Die Indikatoren sind jetzt mittlerweile auch wieder etwas abgekühlt, aber wir sehen hier im Moment ja, erstmal diesen Widerstand bei 26.844, den es anzusteuern gilt und dann erstmal nachhaltig zu überhandeln gilt. Denn wir sehen, in der Vergangenheit war es sehr oft so, dass diese Marke eben ein Wendepunkt nach unten war und hier auch nochmal diese Tests von oben, ganz wichtig hier, immer punktgenau. Also nächstes Ziel 26.844 und daher vom Chance-Risiko-Profil im Moment sehr, sehr unausgewogen und wir müssen hier erstmal diesen Test an diesem wichtigen Widerstand abwarten. Gold zeigt sich seitwärts, aber auch stabil, also die 18.000, rund die 18.000er Marke hat gehalten. Wir sehen jetzt hier im Moment eine Konsolidierung, ein klassisches Mean Reverse auf der 200-Tage-Linie bei 1.821, punktgenau. Das ist beim Gold immer mal wieder, genauso wie beim Euro, festzustellen, dass wir Mean Reversion sehen auf die Durchschnittslinie, auf die 200-Tage-Linie. Gold auch jetzt über die Sommermonate moderat seitwärts, aber stabil. Genauso wie der Euro. Der Euro zeigt sich hier im Moment auch stabil in einer ganz engen Seitwärtsrange zwischen 1,17,0 und 1,19,1. Wir haben jetzt hier momentan den Test der 38er-Tage-Linie bei 1,18,5, aber hier eben auch für den Euro, für das Währungspaar Euro-US-Dollar über die Sommermonate eine Seitwärtstendenz in einer Range von 2 Cent, 1,17,0 bis 1,19,1. Ja, der Bitcoin, wir haben es auch in einem unserer letzten Videos angesprochen, die wichtige Marke 28.389 hat sich als die Signalmarke erwiesen. Damals war der Konsens, wenn wir brechen, dann kann es runtergehen bis auf 9.228. Wenn es hält, geht es wieder Richtung 40.233. Und genau diese Situation haben wir im Moment. Der Bitcoin hat sich bei 28.389 stabilisiert, konnte jetzt Richtung
40.233 tendieren. Auch hier eine Fibonacci-Projektion bzw. ein Fibonacci-Retracement, das hier verläuft, ist eine Signallinie, ist ein Widerstand und im Moment scheint es so, dass der Bitcoin kurzfristig überkauft ist. Er wird sich jetzt an dieser Marke etwas abarbeiten, aber der große, ja, der nachfolgende Crash nach dem 60.000 runter auf 28, der hat sich nicht eingesetzt und diese Signalmarke, die wir vorher eingezeichnet haben und diese Unterstützungsmarke hat gehalten. Bitcoin bleibt volatil, orientieren Sie sich an diesen Marken. Wir sehen hier am Chartbild, das ist ganz gut, das ist ganz verlässlich und jetzt müssen wir erstmal abwarten, ob die 40.233 nachhaltig überschritten werden und dann haben wir so ein peu à peu Ziel Richtung 47.000, 48.000, aber im Moment sieht es eher danach aus, dass er sich an dieser Marke, die wir gerade angesprochen haben, die 40.233, erstmal abarbeiten will. Ja, Sie kennen den Disclaimer, das war ein kurzer Ritt über die Aktienmärkte. Wir haben das Gold beleuchtet, wir haben den Euro beleuchtet und den Bitcoin. Ist natürlich keine individuelle Beratung, ist keine ganzheitliche Beratung. Es ist ein Chart- und markttechnischer, ganz kurzer Chart- und markttechnischer Blick in die Märkte. Ersetzt nicht die Beratung durch Ihren Private Banking Berater bei Donner und Reuschel. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Beraterin und an Ihren Berater bei uns im Haus. Ich kann das nicht ersetzen. Ich kann Ihnen einen Blick in die Märkte geben. Und der Blick heißt, ich wiederhole es nochmal, über die Sommermonate jetzt, DAX seitwärts, Stoxx 600 und Nasdaq sowie S&P 500 weiterhin aufwärts gerichtet. Beim Hang Seng, beim chinesischen Aktienmarkt, bitte im Moment Vorsicht. Euro seitwärts, Gold seitwärts und Bitcoin bleibt volatil und wird sich jetzt erstmal an der 40.233 abarbeiten. Ich hole jetzt mich wieder zurück. So. Genau. Das ist immer die Schwierigste am Ende. Ja, ich danke Ihnen. Ich bin jetzt, oder die technische Analyse von unserem Bankhaus ist jetzt erstmal 2 Wochen in Urlaub. Deswegen wollte ich Ihnen auch anhand dieses Videos noch etwas mitgeben für die nächsten 2, 3 Wochen. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie entspannt, was die Aktienmärkte anbelangt. Die Inflation von 3,8% in Deutschland hat hier keinen Schockmoment ausgelöst. Von dem her bleibt alles beim Alten. Die Trends sind intakt. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes, Sommerferien für die Bayern, für die Baden-Württemberger, für alle anderen, die zurückkommen, einen guten Start wieder in den Berufsalltag. Bis dahin alles Gute. Ich freue mich aufs nächste Video. Ich freue mich wieder auf persönlichen Kontakt. Machen Sie es gut. Servus, Ihr Martin Utzschneider.